Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Nach einer kleinen Krankheitswelle bei mir hier fühle ich mich inzwischen wieder halbwegs fit genug, um neue Aufnahmen zu machen. Allerdings möchte ich mich gleich zu Beginn und im Voraus schon mal entschuldigen, falls ich noch nicht wieder ganz in Form sein sollte. Wir werden das sehen, ob ich denn überhaupt durchhalte oder ob ich vielleicht zwischendurch eine kleine Pause machen muss. Wobei die Frage ist, ob man das überhaupt mitkriegen muss als Zuschauer. Naja, wir werden einfach mal schauen und ich möchte heute gerne was machen, wo ich schon einmal eigentlich versucht habe, das zu tun, aber es war natürlich noch gar nicht möglich, weil wir die Chests noch nicht freigeschaltet hatten. Inzwischen haben wir das. Und das heißt, wir haben auch die Möglichkeit für den guten Isaac endlich den D6 mal freizuspielen. Der hat ihn immer noch nicht. Und das ist eines meiner Lieblings-Items. Und ich meine, das kriegen wir, wenn wir in der Chest mit Isaac erfolgreich sind. Wir gucken mal. Ich würde sagen, das ist das heutige Ziel. Mit Isaac die Chest schaffen und hoffentlich den D6 freischalten. Where are you? Ist eine sehr gute Frage. So, wir gucken uns mal direkt um. Curse of the Blind gibt es direkt zu Anfang. Und da ist auch direkt der Itemraum. Das ist schon mal ganz schön. Außerdem sehe ich da doch schon einen blauen Stein, den will ich natürlich auch haben. Also den möchte ich gerne kaputt sprengen. Gibt es nochmal einen neuen Schlüssel drin? Sehr schön, haben wir schon zwei. Man weiß nicht, was es ist. Spider Revenge, Spider Baby. Okay, ich glaube, wenn ich getroffen werde, kommen Spinnen. Ja, ist das das? Bin ich hundertprozentig sicher. Ich nehme es einfach mal an. Schieb die Spinne da gerade in den komischen fliegenden Turm durch die Gegend. Es ist ja kein echter Turm. Es ist ja nur so ein Möchtegern-Turm. Also wir gucken uns natürlich noch weiter um. Wer weiß, was es hier sonst noch so gibt. Unter anderem mehr Spinnen. Die brauchen echt vier Schüsse, die Drecksviecher. Das ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm noch zu Anfang. Wenigstens machen sie keine Schüsse, wenn man sie tötet. Manche davon hauen ja so komische Schüsse raus. So den Fool. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dem anfangen soll. Erstmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reicht das? Ja doch, es reicht. Puh. Manchmal ist der ganz gut, um zum Beispiel aus Stachelräumen oder so wieder rauszukommen. Da ist noch ein blauer Stein, den kriegen wir leider so nicht kaputt. Und da kommen wir auch irgendwie nirgends so richtig toll dran. Ich mach mal die Feuer kaputt, einfach nur weil. Aber helfen tut mir das wahrscheinlich auch nicht. Nö, und der Itemraum müsste theoretisch sogar auch hier unten sein. Kommen wir aber auch nicht dran, weil keine Bomben. Bomben wären jetzt schön, haben wir aber nicht. Und wir kriegen Widow auch noch im Champion-Format hier in... Aua, in Schwarz. Toll. Ich wusste nicht, dass er so weit springt. Hätte ich nicht erwartet. Ist das, ich wollte gerade sagen, ist das der, der nur springen kann. Es ist zumindest der, der, wollte ich sagen, keine Ads baut, wenn er komischen Mist macht. Tut er aber doch. Super. Und der springt irgendwie weiter, als ich das erwarte. Hat mich zweimal getroffen, die Sau. Verdammt. Naja gut, was kriegen wir? Lunch, hab hier ab. Naja gut. Was soll's? Das Burning Basement kommt als nächstes. Zeitlich liegen wir sogar noch ganz gut. Da oben können wir nicht rein. Was wir aber machen können, ist das hier zum Bleistift. Oh Gott. Ist der gerade ausgewichen? Der ist gerade... Aua, ernsthaft ausgewichen, ne? Finde ich nicht gut, übrigens. Der weicht die ganze Zeit aus. Was ist denn bei dem los? Ach ja, genau. Schieß mal. Ja, das ist irgendwie blöd. Das war doch total dämlich jetzt. Ich wollte die andere Kiste in dem Raum auch ganz gerne noch haben. Fliegen, ja, Trollbombe, ne. Was haben wir hier? Noch ein blaues Herz. Naja, okay. Komme ich direkt wieder in den Raum rein? Ja, tue ich. Immerhin das. Toll. Egal. Dann wieder raus. Dann eben wieder raus. Es war gerade die Frage, ob das sinnvoll war, hier das blaue Herz einzusammeln. Also meine Frage war es. Weil Boss-Challenge-Raum wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich da noch hinkomme. Ist das Maggie's Faith? Ich glaube schon. Das ist ein besonders tolles Item, vor allem wenn man es schon... Also Trinket. Besonders wenn man es auf dem zweiten Stockwerk schon kriegt. Kann das natürlich nicht schaden, ne? Das war ein weißes Herz, glaube ich, jedes Mal. Also ein halbes weißes. Jedes Mal, wenn man auf ein neues Stockwerk kommt. Irgendwie ist es mit Ausweichen gerade nicht so, ne? Im Gegensatz zum letzten Run, wo wir extrem gut eigentlich immer ausgewichen sind, ist jetzt gerade nicht so. Na gut. Einmal der Itemraum, perfekt. Das ist schon mal... positiv, den will ich haben. Da gucken wir direkt rein. Und Bomben gibt's. Perfekt. Perfekt, perfekt. Kann man immer gebrauchen. Der Spider-Butt. Na gut. Mars Slow und Damage. Warum nicht? Besser als gar nichts. Und das zweite Spinnen-Item. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen eine Spinnentransformation gibt. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht genau. Also es gibt ja, ne, mit Fliegen und so gibt's das, ja.
mit allen möglichen Sachen. Mit Spinnen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wäre natürlich cool. Dann wären wir nämlich schon nah dran im Prinzip, wenn das so funktioniert wie bei allen anderen auch. Hätte natürlich was, möchte ich aber nicht beschwören, dass das tatsächlich funktioniert. Geh sterben. Okay, jetzt, oh Gott. Bitte erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal die jetzt hier, die mich gerade nerven. Der da oben kann da von mir aus so rumhängen bleiben. Der nervt nicht ganz so schlimm. Eine weitere Bombe. So richtig brauchen tue ich die nicht. Ich würde gerne mal hier rechts von mir schauen. Da könnte ein Geheimraum sein. Ist da sogar. Da gibt es, ja, Kram, den ich nicht so ganz dringend brauche. Egal. Haben wir hier, oh, Fliegen. Und das sind diese komischen, hässlichen Fliegen, die sehr schwierig zu durchschauen sind von ihrem Flugflag-Verhalten. Das wollte ich gar nicht. Das war grundsätzlich zwar die falsche Taste, funktioniert das trotzdem. Also ist es nicht so schlimm. Lasse ich das da liegen? Ich glaube, lasse es mal gerade noch kurz da liegen. Ja, okay. Kann ich auch gleich einsammeln. So viel Leben werde ich hier nicht mehr verlieren. Und es wird auch keine Maschine mehr kommen, sodass ich in den Boss-Challenge-Raum reinkomme. Na gut, der Monstro in... Das ist aber klein hier. Das finde ich nicht schön. Weißt du was? Spider-Butt. Sei verlangsamt und nimm Schaden. Vor allem das Schaden nehmen war eigentlich das, was jetzt gerade ausnahmsweise mal interessant war. Weil bis der sonst tot ist hier, dauert das ungefähr ewig. Ja. Ausweichen. Ich meine, es ist nur ein Monstro. Das geht noch. Wären es jetzt zwei gewesen, wäre das ganz schön fies gewesen hier. Aber ja, in dem kleinen Raum nur einer ist kein Problem. Da ist der Raum ja tatsächlich nicht so wichtig, wie groß der ist. Kann der mal aufhören? Damit ist ja fürchterlich. Ich treffe den halt kaum. Ah, stirb! Geht doch. HP, ja, HP. HP und Luck ab, um genau zu sein. Na gut. Anders geht's nicht. Was anderes kriegen wir nicht. Gehen wir weiter. Und dann kriegen wir direkt noch das überflutete Kellerchen da. Na prima. Curse of the Blind schon wieder. Wäre ja auch zu einfach. Wenn wir ohne Curses hier durchkommen würden. Ich würde gerne einen möglichst flott mal töten, bevor er mich trifft. Hat aber nicht funktioniert. Und das Feuer fängt auch noch an, auf mich zu schießen. Das ist nicht in Ordnung. Ich wundere mich gerade, dass ich noch nicht in die Lache da von dem Viech reingelaufen bin. Aber scheinbar funktioniert das doch besser als erwartet. Ja, Problem, ich habe leider nichts mehr, um mein weißes Herz zu schützen. Was aber, was ganz gut wäre eigentlich, wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte. Dammit. Zu viele komische Viecher. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich immer zu blöd bin, denen auszuweichen. Also, beziehungsweise ich weiche denen immer aus und das ist immer mein Problem bei denen. Weil ich denen immer noch auf letztem Drücker ausweiche. Hier zum Beispiel jetzt. Das war jetzt nämlich schon ganz schön gefährlich eigentlich. So, ich kriege keinen Schaden auf den raus, weil der jedes Mal so ein Viech dahinsetzt, ne? Stirb, danke. Puh, also ich kriege die tot, bevor sie an mich drankommen hier. Allerdings, ey, jetzt ist aber mal langsam genug, ne? Jetzt müssen wir das mal irgendwie anders machen. Ja, toll. Hat ja super funktioniert. Ganz toll, danke. Ey, jedes Mal, ne? Da muss ich es jetzt wirklich langsam mal irgendwie versuchen, anders hinzukriegen. Ah. Ja, ich bin zu langsam dafür. Nein! Dammit, das war mein weißes Herz. Dammit! Und Alter, wie viele sind denn das? Wie viele kommen denn da raus? Krass. Oh, jetzt kommt der von der anderen Seite auch noch. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, wie viel Leben die schon so verloren haben. Ja, da war ein Trinket. Aber Maggie's Face ist eigentlich definitiv wahrscheinlich ein geileres Trinket. Ziemlich wurscht eigentlich, was das andere für ein Trinket ist. Ich dachte, wenn ich den jetzt da möglichst schnell töte, kriege ich vielleicht noch welche damit mit. Aber na, es klappt sogar ein kleines bisschen, aber nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Kablam. Warum ist denn da jetzt noch so ein irgendwie bei? Wer hat die Fliege denn da noch rausgeholt? Stirb! Danke. So, das da ist aufgesprengt. Da kommt doch... Nee, da kommt kein so ein Viech raus, immerhin. So, erstmal Itemraum gucken. Ja, man weiß es nicht. Oh Gott, nein!
Ich will das gar nicht haben. Ich will dem gar nicht. Das ist noch super. Ja, es ist auch nur das komische Burning-Dingens-Gehen hier. Ja, vielen Dank. Toll. Das ist so ein Ding, das hätte ich wahrscheinlich nicht mal genommen. Weil es einfach vor allem nervt. Oh. Blöp, blöp, blöp. Jetzt habe ich da sogar Leben durch verloren. Kann das sein? Das ist ja böse und gemein. Ja, ich glaube, zeitlich kann ich das jetzt sowieso knicken ziemlich. Das heißt, ich brauche mir gar nicht mehr... Ich brauche zumindest gar nicht mehr auf die Zeit achten hier. Der Challenge Time Run wird es garantiert nicht. Nicht so jedenfalls. Eieiei. Sterbt da unten, Drecksviecher. Ah. Ah. Treff ihn. Danke. Oh, noch mehr von den Dingern. Es geht ja sogar. Die sind wenigstens nicht so schnell. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wie ich damit dann wieder irgendwelche Bosse töten soll und so, ne? Das ist... Aua. Das war richtig dämlich. Das war noch dämlicher. Eine Batterie. Ja, Wahnsinn. Oh, ganz ehrlich, ist die Batterie vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt einmal schnell irgendwie die Viecher töten kann. Bevor, genau so hatte ich mir das gedacht. Damit ich nämlich nicht noch irgendwie auf die Fresse kriege hier. Also mehr als nötig, notwendig. Ist noch schon wieder so Gegner, toll. Ja, immerhin sterben sie dann schnell, wenn man sie denn mal trifft. Und ich kann mich halbwegs in Deckung halten, während ich sie töte. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Allerdings, wenn ich wirklich mal auf irgendwas zielen muss, habe ich halt Probleme. Ganz ehrlich, komm. Geht doch alle irgendwie weg und sterben. So. Wir waren da noch nicht. Den Challenge-Raum, da fehlen mir irgendwie haufenweise... Oh, das wollte ich nicht. Da fehlen mir haufenweise Herzen für, da bringt mir das gar nichts. Dann gehen wir mal da hinten noch hin. Könnte natürlich an zwei Stellen ein Geheimraum sein. Und ich habe relativ viele Bomben eigentlich dabei, ne? Und hier kann er nicht sein. Okay, dann nicht. Was ist hier? Das sind wahrscheinlich alles so Dead Ends hier, ne? Wenn ich mir das so angucke. Ah. Hier auch. Auf. Ah. Ah, aua. Die schießen so random. Treffen mich damit auch noch. Ja, Leben sieht auch gar nicht mehr so toll aus, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte einfach nur alles irgendwie... Oh Gott, schnell sterben. Hat besser funktioniert als erwartet. Ja, ne? Kablam. Ich weiß nicht, warum das jetzt nur auf der einen Seite funktioniert hat, aber es hat funktioniert, immerhin das. So, dann auf zum Boss, leider. Auch wenn mir das nicht so richtig gefällt, in den Raum komme ich auch nicht mehr rein. Da hinten könnte noch ein... Hier könnte noch ein Geheimraum sein. Gehen wir da mal gucken. Das ist jetzt alles hier ziemlich bombenkostspielig. Ich überlege gerade, ob ich eher eine Bombe... In den Shop reingehen bringt mir ungefähr gar nichts, ne? Nee, komm. Lass es mal bleiben. Shop bringt wirklich echt nichts gerade. Dann gehen wir lieber direkt zum Boss. Wir haben jetzt leider gerade keine Aufladung mehr. Das ist irgendwie... Das stört mich. Das habe ich blöd gemacht. Ja, The Fallen. Ganz toll. Tolles Stockwerk dafür. Und ich treffe den auch so gut. Da muss ich gleich echt einfach nur noch ausweichen. Und beten quasi. Der ist vor allem fast so schnell wie ich. Das ist ganz schlecht. Wenn die gleich zu zweit sind und mich verfolgen, habe ich echte Probleme. Und treffen tue ich ihn auch ungefähr gar nicht. Kann der mal aufhören? Ja, das ist ja... Ich überlege gerade, mit welcher Kombination die Orbiting Tears hier tatsächlich noch gut wären. Was ich machen könnte, damit die wirklich brauchbar sind. Ich meine, jetzt treffe ich wenigstens ein bisschen mehr, schätze ich. Oh Gott, sind die noch schneller? Nein. Ich dachte gerade, die wären noch schneller.
Sieht nur so aus und der verfolgt mich irgendwie ewig lange. Genauso wie sein Kollege gerade. Oh Gott. Ich will nicht. Hilfe. Ah. Ich treffe nichts. Kann bitte einer davon mal schnell sterben. Aua, 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 aua. Au, 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 au. Au, au. Das ist ganz, ganz ungünstig. Au. Das könnte das Ende von Mini Isaac gewesen sein. Oh Gott, ich habe das irgendwie überlebt. Book of Belial. Ja, das Book of Belial ist gar nicht schlecht. Das ist mir lieber als der Spider-Butt. Auch wenn es langsamer auflädt und ich natürlich dafür noch mehr treffen muss. Aber hey, so ist es natürlich auch noch machen werden, dass uns hier irgendwie das Leben da holen. Sonst sterben wir direkt unten. Es soll ja keiner behaupten, ich versuche nicht noch auch die schlechten Runs irgendwie zu schaffen, ne? Nicht, dass mir das noch nachgesagt wird hier. Der Snizzle würde nur Runs spielen, die ihr wirklich schafft und die anderen einfach quasi extra schlecht spielen. Nee, nee, machen wir nicht so. Wir versuchen das jetzt, auch wenn es die gummeligen Orbit-Tiers sind. Die ungefähr, mit denen ich ungefähr nichts treffe, ne? Es ist, nicht mehr zu gegnen, sich kaum bewegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mag euch nicht. Arg. Wenn man vielleicht viele Tiers ab, dann könnte das was werden mit den Dingern. Ja, toll. Das Problem ist, ich kriege davon gerade echt keinen Tod. Doch, die Außen, die sterben langsam, ne? Es dauert ewig, aber sie sterben langsam. Der in der Mitte, oh Gott. Den in der Mitte kriege ich jetzt auch langsam Tod. Okay, perfekt. Gerade sagen, ja komm, ich gehe da oben mal rein. Wir gucken uns das einfach mal an hier. Ja, super. Das ist ein richtig toller Raum. So gehört sich das. Viel besser kann es gar nicht werden. Das Ganze für 2 Schlüssel. Im Ernst. Im Ernst. Da kann er gar nichts für, der Ernst, ne? Aber... Ich krieg nicht mal den letzten Pup da kaputt. So. Da schnell hin, bevor es wieder hochkommt. Ich hätte das vielleicht sogar in 1 noch geschafft. Hab mich aber nicht getraut. Ja, toll. Ist klar. Bin mir unsicher, was ich jetzt tatsächlich haben wollen würde. Aua. Tears Up könnten, glaube ich, tatsächlich am besten sein, weil ich dann, ne, ich schieße einfach die ganze Zeit und es fliegen halt überall Tränen rum und dann treffe ich wenigstens irgendwie was und mache vielleicht doch ganz gut Schaden. Oder was ich irgendwie jetzt am besten gebrauchen könnte, so als Power-Up, dass dieses, oh Gott, dass dieses Ding halbwegs brauchbar macht. Die sind gar nicht gut. Von denen lasse ich mich immer so gerne treffen. Aua. Genau deswegen wollte ich das Book of Belial einfach mal benutzen und quasi hoffen, dass die möglichst schnell sterben. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich wurde trotzdem noch getroffen, aber naja. So. Und eine Bombe gibt's dafür. Ich frage mich gerade, was würde eigentlich passieren, wenn ich mit diesem Ding jetzt den Doc Fötus kriege? Fliegen meine Bomben dann so total Panne um mich rum? Das wäre auch so cool, ne? Geh drauf! Toll, sie sind alle genau um mich rumgeflogen. Der hat mich auch noch fast getroffen gerade, ne? Na also. Ja, da oben bringt es mir nichts reinzugehen. Ich könnte... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Die sind cooler als ich, weil die machen zwar auch solche Schüsse... Die machen zwar auch solche Schüsse, aber... deren Schüsse sind zielsuchend dabei. Oh Gott. Ich habe Probleme. Ich habe nämlich nur noch ein halbes Leben. Da ist kein Geheimraum. Gucken wir mal kurz, ob wir vielleicht schnell einen Geheimraum finden. Da.
Hier könnte tatsächlich einer sein. Wäre natürlich jetzt gemein gewesen, weil die Bombe dann genau so weit weggelegen hätte, die Trollbombe, dass das nicht funktioniert hat. Ja, nö. Das ist ein großer Raum mit großbösen Gegnern, die schwierig zu... die mit dem Kram tatsächlich schwierig zu treffen sind. Und die mich deswegen hart nerven. Vor allem, die sind total schwer auszuweichen, so, ne? Deswegen. Weil ich ja kann nicht gerade... Ich hing am Pilz fest. Komm, wir machen das natürlich nochmal, ne? Wir lassen uns ja so schnell nicht unterkriegen hier.